so gut den Killer Identität des Killers aufgedeckt hat in im Class Trial. Wird nun der Täter Leon Kuwata seine Strafe kriegen. Punishment? So, sorry. Meine Strafe? You mean execution? Du meinst. Exekution, ja. Exekution? Wait a second! Warte kurz! Ich hatte keine Wahl! Ich muss es umbringen! Yeah, that's it! Ja, das ist es! Ich hab mich verteidigt. In der Hitze des Gefechts. Es war selbst. Is that okay? Wie genau war es Selbstverteidigung? Als du deinen Weg ins Badezimmer gedrängt hast, musstest du nicht dein eigenes Toolkit benutzen? Nachdem sie sich selbst im Badezimmer eingeschlossen hat, bist du den ganzen Weg in dein eigenes Zimmer gegangen? Weiter. Und kamst den ganzen Weg wieder zurück in ihr Badezimmer und hast sie umgebracht. Oder? Nee, falsch. Du hattest eine ganze Anzahl an Chancen, damit aufzuhören, was du tatest. Aber du hast entschieden, es nicht zu tun. Ist es, weil du ein Glaube bist? Ja, an Cloud eine nicht gestillte, würde ich jetzt sagen. Lust hat, jemanden zu mördern, zu ermorden. Ja, das, was Andy sagt. So, that's why. Nein, das ist nicht. Das ist. Ich hab genug davon. Oh, bist du sicher? Du warst näher zu ihr als jeder andere, oder nicht? Er hat dir so wichtige Feierkram gebracht. Verstehst du das? Was heißt Soleily? Allein. Soleily. Ich kann Leon nicht dafür alleine beurteilen. Oder verurteilen. Aber ich plane auch nicht, Sayaka zu die Schuld reinzuschieben. Weil. Weil die Person, die wir hier auf das wir es hier schieben sollten, ist er. Die wir beschuldigen sollen, ist besser.
Wenn du es nicht wärst, dann würde es niemals passiert werden worden sein, Sayaka oder Leon. Die hätten sich nicht mal nie bekämpft. Die hätten sich nie bekämpfen sollen. Ja. Wir sollten gegen die Person ankämpfen, die uns hier reingesetzt hat, das Mastermind. Oh, hast du gerade deinen Gerechtigkeitssinn erweckt? Hey, Ja, Hede. Es ist einfach nur so, dass es passiert. Es gibt nichts mehr unästhetischeres als ein... Unethisch. Achso, unethisch. Unethischer, etwas mehr unethisches als einen. Ungetüm? Keine Ahnung, nee, Ungetüm, also. Ein Ungetüm. Eine ungestellte Lust nach. Nach Gerechtigkeit, so. Das. Way too long. Ja. Jedenfalls sind das die Personen, die Person mit dieser mentalen Einstellung, die Personen, die meistens, die Kriege anfangen. Über die ganze Welt verteilt. Ist das die Art von Gerechtigkeit, die gerade in dir erweckt? Halt einfach die Fresse. Jedenfalls viel wichtiger. Thrills, chills, kills. Lass uns das mal hier alles ein bisschen schneller machen. Einfach mal anfangen mit der Bestrafung, auf die wir alle gewartet haben. Ich flehe jetzt an. Bitte. Tu das nicht. Hey, come on now. Keine Gnade hier. Es gibt keine Entschuldigung, kein Ausreden, keine Gnade. Du wirst dafür bezahlen, dass du die Schulregeln, unsere Schulregeln verstoßen hast. So wurde es entschieden. Stop, please! Stop! Now then, I prepared a very special punishment! So, ich habe eine sehr spezielle, Bestrafung für dich, Leon Kuwata, der ultimative Baseballstar. No. Warte mal. Let's give it everything we've got. It's punishment time. Lass uns alles geben, was wir haben. Es ist Bestrafungszeit. Ja. Wir haben fucking 1 Uhr morgens. Was soll die Scheiße eigentlich? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so lang dauert. Ich auch nicht. Jetzt, let's go! Ja, Bestrafung! Ja, wurde als Bestrafung. Wurde als schuldig erwiesen. Boom, boom. Musik, alles fucking jetzt. Und was glaubst du, ist es Andy? Hast du gesagt, er wurde schon mal gefesselt? Nein, sag jetzt nicht, die knallen ihn mit. Ist das. Sind das Baseball? Das ist Baseball. Ja. Yeah.
Okay, dann die kauen da gleich mit Highspeed raus. Und 1000 los. Von Ukuma. Gesehen haben. War das wahre Gesicht von Verzweiflung. Ich meine, wenn wir es nicht so nennen können, wie sollen wir es sonst nennen? Extreme! Mann, mein Adrenalin pumpt richtig aus. Ist richtig, ich bin richtig außer Kontrolle. Merkst du, bist ein wenig fertig, Andy. Was geht hier los? Was ist los hier? I can't take it. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich kann das mir nicht länger ansehen. Wir können doch nicht so weitermachen. Ich kann das nicht mehr. Ja, wenn ihr es nicht mögt, dann... alles, was ihr tun müsst, ist zu versprechen, dass ihr jeden Kontakt mit der Außenwelt abschreitet und euer Leben lang hier leben werdet. Aber das auch nur, wenn jeder einzelne von euch damit einverstanden ist. Ich kann nicht mehr, ich will dich jetzt hier nicht rumschreien mitten in der Nacht. Damn you! Dich, was du verfickten Hölle, Alter! Du kleines verficktes Miststück! Böse? Ich ein Miststück? Wie kannst du sowas behaupten? Ich bin doch nicht irgendein dunkler, elendiger oder dunkler, böse, geheime Typ der Society. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Yeah. Oder in diesem Fall der dunkle, böse Society Bär. Warum tust du alles an upstanding young citizen like me through this? Warum tust du so einen jungen, stattlichen Typen wie mich durch so eine grauenvolle Szenerie-Idee? Sache. Es sieht so aus, als wenn du, ich bin gerade zu dumm zu Sense übersetzen. Kann sein. Wissen. Als wenn du Common Sense. Gewöhnliches Wissen benutzen würdest, um Wissen zu erklären, welches keinen Sinn macht. Common Sense ist, was heißt Common Sense auf Deutsch? Logischer Sinn, ja. Scheißegal. Wie auch immer. Ich will einfach weiter. Komm, ich will schlafen. Es ist, als wenn du eine Meile auf eine Skala packen würdest. Ich denke, das funktioniert so nicht. Ein gesunder Menschenverstand war es.
Ja, ja, genau. Egal. Passt jetzt. Ich glaube, das, was du sagst und was ich sage, passt nicht ganz zusammen. Du kleines Büffstück, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich weiß genau, wenn wir hier rauskommen, werde ich dir so hart aufs Maul hauen. Du musst mich wirklich hassen, um so sauer zu werden. Aber wenn du das tust, gehst du wirklich den komplett falschen Weg. Hacking the way up the wrong tree ist cool. Ja, klingt gut. Was passiert ist, ist nur passiert, weil einer von euch sich entschieden hat, hier rauszukommen, richtig? Egal wie viel Zeit vergeht, ihr könnt es einfach nicht hinkriegen, die Außenwelt zu vergessen. Also es ist alles hier eure Schuld. Natürlich können wir die Außenwelt nicht vergessen. Also wir wurden hier schließlich eingesperrt in diesen komplett verrückten Ort. Ihr seid eingesperrt, oder? Also, sagst du? Ja, sagst du? Ich denke, sobald ihr die Mysterien dieser Schule herausfindet, werdet ihr nicht mehr ganz so stumpf denken. Ihr werdet denken, Mann, ist es nicht wundervoll, hier zu sein und hier einfach ein schönes Leben leben zu dürfen, für immer. What does this mean? Was willst du da uns damit sagen? Das werden wir dir nicht sagen, Andy. Oh, sorry, ich bin eher wie gesagt müde. Ich habe gerade einen Monolog führen. Ja, musstest du auch. Ich glaube, dass eine tiefere Bedeutung hinter all dem. Genau wie eben. Oder vorher. Chills! Jedenfalls lass uns zurück zum Bestrafungsspiel gehen. Das ist doch wohl auf jeder wartet, oder nicht? Auf jeder wartet. Wenn du sagtest jeder, zu wem sagtest du das? Andy? So. tut mir leid, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe. Ich muss ein bisschen von meinem Spaß für später aufbewahren. Und genau. Weg. War er weg. Er ließ uns hier überwältigt von einem Albtraum, welcher Realität wurde. Lasst uns speichern, bitte Spiel. Genau, bitte. Sogar als nachdem er weg war, standen wir hier die ganze Zeit, ohne uns bewegen zu können. Naja, war nicht so lang, glaube ich. Ich glaube, jeder hat nur sein Zeitgefühl verloren, nachdem Angst wir hatten. Angst, alleine zu sein. Lass uns speichern, bitte, Spiel. Ich will nicht bis zwei hier sitzen, bitte nicht. Niemand hat überhaupt versucht zu reden. Ihre Gesichter waren Stein, ihre Stimmen tot.
Aber in diesem Moment. Just a second. Makoto, kann ich kurz mit dir reden? Bruh. Lass uns bitte speichern, Pizza. Makoto. Sie flüstert in sein Ohr. Was? Bevor wir zurückgehen. Gibt es da etwas, worüber ich mit dir reden muss? Es ist über Sayaka, oder? Ich bin überrascht, dass du es herausgefunden hast. Listen. Ich hab dir gesagt, bevor das Glasschall gestartet hat, dass du das Mysterium in diesem Fall alleine herausfinden musstest. Du wolltest, dass ich herausfinde, dass du oder realisiere, wie Sayaka mich vergangen hat, dass ich selber herausfinde, wie Sayaka mich vergangen hat, oder? Der Gedanke kam mir nicht einmal in meinen Kopf. Ich fühle mich irgendwie wie ein Idiot, so easy ausgenutzt werden zu können. It's true. Sayaka wollte dich hintergehen. Das ist ein Fakt, der sich niemals ändern wird. Aber selbst bis ganz zum Ende war sie sich nicht sicher bei ihrer Entscheidung. Das ist warum, während sie da lag und starb, hat sie an dich gedacht. Sie dachte an mich? Kannst du dich einfach Sachen so einfach behaupten? Ich meine, es gibt keine Möglichkeit, dass du es wissen kannst. Sie hat den Namen an die Wand geschrieben, sie hätte was machen müssen. Nur Sayaka, ich muss gerade den Satz verstehen, deswegen. Ja. Nur Sayaka könnte es wissen, aber wir können sie nicht fragen. However. You can infer it? Was? Was? Infer? Kannst es dir vorstellen? Da bleiben. Selbst wenn du sie nicht fragen kannst, du kannst es dir zusammenreimen. Oder nicht? Ihr finaler Gedanke war, wie sie dich beschützen könnte. Was? So. Der Fakt, dass sie das letzte Stück ihrer Energie benutzt hat. ihre Todesnachricht dazulassen, beweist es. Wenn sie nicht dafür hätte sie niemals diese Nachricht hinterlassen. Ja, genau. Ich glaube, ich bin der Einzige. Vielleicht wollte sie einfach nur Rache an der Person haben, die sie jetzt umbringt. Noch bin ich ja noch da. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube nicht, dass das ist. Anyway. Sie war unentschlossen. Sie war sich nicht sicher, ob sie jemanden umbringen könnte oder dich hintergehen. Wann können wir speichern? Warum ihr Plan am Ende gescheitert ist? Ihr Zögern führte zu einem
führte zu einem Fehlschlag. Right. Es ist schon fast ironisch, wenn du darüber nachdenkst. Warum sagst du mir das? Weil die Person bis hier über sowas hinwegkommen kann. Du, come on. Ich wollte ein bisschen Voice Acting machen. Weil du über die Tote deiner Freunde hinweggehen kannst, Sayaka und Leon, und Correct. Einfach nach vorne blicken kannst. Ohne jemanden wie dich wären die anderen, wäre das den anderen nie möglich, aus so einer verzweifelten Situation herauszukommen. Nach ihren Toten weiter voranschreiten? Das ist. Findest du sowas nicht? Nein. Ich werde sie für immer bei mir behalten, für den Rest meines Lebens. Wie könnte ich einfach voranschreiten nach sowas? Leon, Sayaka, trage sie für immer bei mir. Trage sie in meine Erinnerungen, egal wohin ich gehe. Also, anstatt sie zu vergessen, nimmst du den harten Weg. Naja, ich habe hohe Erwartungen an dich. Als sie das gesagt hat, hatte sie ein kleines Lächeln an ihm. Hey. Übrigens, ich muss sagen, ich bin neugierig. Wie wusstest du, dass ich über Sayaka reden wollte? Oh, weißt du. I'm psychic. Makoto ist gerade der Größte. What? Aber Sayaka war ein Hurensohn. Ja, Sayaka hat einen Witch-Move gemacht, aber auch irgendwie nicht. Doch. Kidding. Kidding. Ich habe nur eine. Chapter 1. Survive. Yes. 12 Spieler. Also 12 Students. To be continued. Sag's mir, ich muss was anders machen. Ich bär Bett bekommen. Yes. Ja. Ja. So. Und das lesen wir jetzt gar nicht erst vor. Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Wenn wir vielleicht keine 5 Stunden oder fast keine fucking 5 Stunden Session machen, wo wir alle am Arsch sind. Ja. Ich würde dann sagen, nachdem ich vermute, ihr seid alle komplett tot, deswegen halte ich mich kurz. Nein, die sind nicht tot. Wir sind tot. Wir sind tot, deswegen halte ich mich kurz. Lasst doch auf diesem Video gern einen Daumen hoch da, lasst Kommentare da, vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren. Und wir sehen uns. Die Glocke auf alle Videos anzuschalten, Kommentare anderer Leute zu liken, unter den Kommentaren anderer Leute zu kommentieren, diese Kommentare unter den Kommentaren anderer Leute entweder zu kommentieren oder zu liken. Ah, reicht jetzt auf jeden Fall. Und tschüss. Haut rein. Ciao, ciao.